Dazu gehen wir jetzt wieder nach Hause zu Mutti. So, jetzt weiß ich auch, warum wir hier den Kessel mitnehmen mussten. So. Der Kessel ist voll. Ja, fein. Schrammelige Fotos von Angelina haben wir ja auch. Jetzt kommt der Kessel auf den Herd. Guckt euch mal diese Lampe an, die ist ja sowas von furchtbar. Den hat Mom sich gegönnt. Zu Hause hatten wir so einen steinzeitlichen Holzofen, auf dem sie gekocht hat. Sie meinte immer, das erinnert sie an ihre Zeit als Köchin in England. Ja, nun mach den Herd halt an. Hey, der Wasserdampf könnte den Kleber... versuchen wir's. Ja, der Herr hat's endlich verstanden. Es dampft. Jetzt? Geh mal aus dem Bild. Jetzt halten wir den Brief in den Dampf. Das ist so ein bisschen wie... Der Wasserdampf löst den Kleber. Witze, Tipps Geschafft. Und Tricks aus der Mickey Maus. Das Papier ist nicht eingerissen. Und der Kleber backt immer noch. Ich kann den Brief also wieder verschließen. Backt? Aber erstmal will ich sehen, was drin ist. Wenn der vielleicht pappt? Holla! Das müssen 1500 Dollar sein. Ich vermute, hier läuft irgendeine Erpressung ab. Mrs. Biber hasst Fuller. Und sie wollte nicht, dass ihr Mann heute Morgen bemerkt, dass ich ihr einen Brief von Fuller gebe. Er scheint von der Sache nichts zu wissen. Aber worum geht es? Sex? Doch nicht mit Fuller. Irgendetwas mit dem Diner? Oder aus Bibers Vergangenheit? Es würde mir schon gefallen, Fuller wegen Erpressung in den Knast zu bringen. Aber erst einmal muss ich herausbekommen, womit er Mrs. Biber erpresst. Aber okay. Morgen ist auch noch ein Tag. Ich werfe den Brief in Fullers Briefkasten und bereite mich lieber auf mein Date mit Angelina vor. Sag das nicht mit so einem komischen Unterton, bitte. Die Alte ist doch irgendwie ganz strange. Erstmal werfen wir das hier bei Fuller in den Briefkasten. Hoffentlich hat er nicht viel Freude daran. Doch, ich glaube, das wird er haben. So, und zum Hotel können wir doch da schon direkt. Hurra! Dann mal rein in die gute Stube. Guten Tag, der Herr. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Hä? Wir können ihn nach unserer Mutter fragen? Na ja, gut. Kennen Sie meine Mutter? Rebecca Michaels? Rebecca? Aber natürlich. Wir sitzen zusammen im Tourismusverband. Sie sind Ihr Sohn? Wie geht es ihr? Nicht gut, fürchte ich. Sie liegt im Krankenhaus. Sie ist gestürzt. Oh, mein lieber Junge. Das ist ja... Ich werde sofort meiner Frau Bescheid geben. Wir werden ihr eine Karte schicken. Na toll. Wenn Sie meinen... Was machen Sie eigentlich hier? Sollten Sie nicht bei Ihrer Mutter sein? Ich gehe nachher nochmal vorbei. Richten Sie ihr viele Grüße aus. Ja, klar. Ich habe jetzt ein Date, das ist wichtiger als meine sterbende Mutter. Gehört Ihnen das Hotel? Allerdings. Mein Großvater hat das Hotel gebaut. Seit gut 15 Jahren leite ich es. Sie wohnen mit Ihrer Familie hier? So ist es. Die Besucher schätzen die ruhige und familiäre Atmosphäre hier. Es ist eben doch etwas ganz anderes, in einem kleinen Familienhotel zu wohnen. Diese schrecklichen Bettenburgen in den großen Ferienorten sind doch nicht zu ertragen. Und irgendwann übernehmen Ihre Kinder den Laden. Das hoffe ich. Meine Tochter macht eine Hotelier-Ausbildung in der Schweiz. Ich kann nur hoffen, dass ihr unser Haus da nicht zu provinziell und klein ist. Mein Sohn hat wohl eher andere Interessen. Was tut er? Nun, er ist Musiker. Tatsächlich? Ja. Er glaubt wohl, man könne damit seinen Lebensunterhalt verdienen. Einige leben sehr gut davon. Was spielt er? Er spielt so einen elektronischen Bass. In einer Band. Punk-Rock nennt sich das wohl. Und da machen Sie sich Sorgen?
Ja, ernsthaft? Ich meine, Punkrock ist. Ich sollte am Bett meiner Mutter hocken oder meine Faust in Fullers fettem Gesicht versinken. Stattdessen stehe ich hier und habe Schmetterlinge im Bauch. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich glaube, mich hat's echt erwischt. Also das los. Hört sich extrem weich an, mein Lieber. Hör rein. Hallo, Angelina. Komme ich gerade unpassend? Nein, nein. Komm rein. Ich habe die Bilder dabei. Hier. Oh, schön. Ehrlich gesagt, sind die alles andere als schön. Falsche Beleuchtung, haarsträubende Komposition. Fuller hat wirklich keine Ahnung, was er da tut. Das habe ich mir schon gedacht. Sie wären sicher besser geworden, wenn du sie gemacht hättest. Wie würdest du mich fotografieren? Also, dein Gesicht müsste... Also... Mach's einfach. Hm? Sag nicht, du als angehender Starfotograf hast keine Kamera dabei. Doch, natürlich. Also los, ich brauche noch ein Geschenk für meine Eltern zum Hochzeitstag. Sehr schön. Das Licht ist perfekt. Lebst du schon lange hier? Ich lebe gar nicht hier. Ich studiere in Boston. Meine Mom hat hier seit einigen Monaten ein Haus. Was treibt dich hierher? Schau mal darüber. Ja, so. Bist du Schauspielerin oder sowas ähnliches? Du hast es erkannt. Ich bin eine bekannte englische Bühnenschauspielerin auf dem Weg nach Hollywood. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich studiere Literatur und Geschichte in England. Ich beschäftige mich mit englischen Auswanderern in Amerika. Ihre Sehnsüchte, ihre Träume, ihre Realität. Wow, das ist interessant. Wenn du meinst. Mal schauen, ich wollte mich treiben lassen, Lebensläufe sammeln. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Arbeit aufbauen soll. Meine Mutter kommt auch aus England. Sie ist vor über 20 Jahren hergekommen. Tatsächlich? Meinst du, ich könnte mich mal mit ihr unterhalten? Das wird momentan nicht gehen. Das ist ein sehr schönes Armband. Ja, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter bekommen. Sie war immer für mich da. Leider ist sie letztes Jahr gestorben. Oh, das tut mir leid. Danke, aber das muss es nicht. Sie war am Ende sehr krank, weißt du? Für sie war es eine Erlösung. Kurz bevor sie starb, hat sie mir dieses Armband geschenkt. Sicher findest du es albern, aber ich habe so immer das Gefühl, dass sie in meiner Nähe ist und auf mich aufpasst. Vielleicht können wir noch ein paar besondere Bilder machen. Für deine Mappe. Außerdem wollte ich schon immer mal ein paar Modelfotos von mir haben. Oh, klar. Also, ich weiß nicht, was hast du dir denn vorgestellt? Ich dachte vielleicht so? Oder so? Oder so? Mit Schuhen auf der schönen Bettdecke. Haha, ihre Beine sind weg. Das war's. Der Film ist voll. Schade. Ich bin gerade erst warm geworden. Mhm. Was hältst du von einem Essen? Eigentlich habe ich noch keinen Hunger, aber... Heute Abend im Diner. Ich lade dich ein, als Bezahlung für die Fotos. In Ordnung? Ja. Klar. Es klingt gut. Also dann bis heute Abend. Du kannst die Fotos doch bis dann entwickeln. Ja, logisch. Ich freue mich auf dich. Meine Güte, das war ja was. Ja, Miss Angelina Morgan hat ein Zimmer hier. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen oder möchten Sie hinaufgehen? Wie lange hat sie das Zimmer gemietet? Verflucht, keine Bilder mehr auf dem Film. Verzeihen Sie, Sir, das müssten Sie Miss Morgan schon selber fragen. Ich kann nicht. Schon gut. Braune, zurückgekämmte Haare. Lange, gerade Nase.
eng beieinanderliegende Augen. Welches Zimmer hat sie denn? Ich werde sie anmelden, Mr. Das wird nicht nötig sein. Ich komme später noch einmal wieder. Schmale Lippen, fahle Haut, scharf geschnittenes Gesicht, spitzes Kinn. Aber sagen Sie ihr bitte nicht, dass ich hier war. Es soll eine Überraschung werden. Ich... Hallo, was ist denn, Sir? Und weg ist er. Was will der Typ? Gute Frage. Was will der? Und anscheinend verfolgt er ja doch Angelina und nicht Darren. Mysteriös. Na, mal schauen, was der Portier zu sagen hat. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Seit wann wohnt Miss Morgan hier? Sie scheinen befreundet zu sein. Irgendwie? Fragen Sie sie doch selber. Wir sind ein sehr diskretes Hotel. Ist das die Stelle, an der ich einen 20er auf Ihren Tresen legen soll? Wie bitte? Ach, nichts. Ach, Leute, wenn ihr schon irgendjemanden kaufen wollt, dann gebt mehr als ein 20 aus. Also ehrlich. Dieser Typ, der Sie nach Miss Morgan ausgefragt hat, haben Sie den schon mal gesehen? Tut mir leid, nein. Er kam rein und stellte mir einige Fragen, dann ist er verschwunden. Seltsamer Kerl. Kennen Sie ihn? Nein, aber ich denke, er sollte nicht zu Miss Morgan gelassen werden. Natürlich nicht. Ich rufe oben an und erst, wenn die junge Dame zustimmt, lasse ich ihn hoch. Wir sind doch auch so hochgekommen. Und er kann sich hier nicht vorbeischleichen. Naja, ausgeschlossen ist es nicht. Aber die Türen lassen sich von außen nur mit Schlüssel öffnen. Mhm. Wir haben die gerade auch ohne Schlüssel aufgekriegt. Erzähl keinen Blödsinn. Also schön. Ich muss vor meinem Date noch die Fotos entwickeln. Aber in Fullers Dunkelkammer komme ich nicht mehr. Dann muss ich wohl mit Haushaltsmitteln zurechtkommen. Moms Badezimmer wäre als Ersatzdunkelkammer sicherlich zu gebrauchen. Ich habe noch den Rest des Fotopapiers. Und Entwickler habe ich auch. Ich brauche Rotlicht, zwei flache Schalen, etwas Säure als Fixierer und irgendwas zum Belichten. Ein Projektor zum Beispiel. Ich schreibe alles auf, damit ich nichts vergesse. Was für ein Tag. Oh Mann, jetzt geht diese ganze Utensiliensammelei schon wieder los. Naja, egal. Ich glaube, ich weiß so ziemlich bei allem, wo wir es herkriegen. Hier nehme ich zum Beispiel das Rotlicht. Ja, damit kann ich für Rotlicht sorgen. Ist es nicht heiß? Brauchst du nicht ein Höschen, um es drumherum zu wickeln oder sowas? Diese Lichterkette wird heute Abend dunkel bleiben. Wobei, so weit ist er mit Angelina ja auch noch nicht gewesen. Okay, das haben wir jetzt schon mal. War doch gerade irgendwas rot? Das war das Auto. Ja, das interessiert uns nicht. Und hier gibt's den Projektor. Weil Essig haben wir schon. Gut, Schale haben wir nur eine, aber da findet sich bestimmt noch irgendwo eine. Kommen Sie rein, kommen Sie! Ach, du bist es. Woher weißt denn du das? Ich bin nur, du bist doch blind. Wissen Sie das? Ich dachte, Sie sind blind. Ja, genau. Du stinkst nach Parfum wie ein Puff in Lille, in dem ich mal gewesen bin. Riecht nach Teen Spirit. Aha, wie Sie meinen. Okay. Muss ich nicht verstehen. Los, gib mir den Projektor. Was denn? Wegen des Dia-Projektors da drüben. Verkaufe ich nicht. Könnten Sie ihn mir vielleicht leihen? Bitte? Warum sollte ich? Weil Sie einem jungen Menschen helfen wollen, sich weiterzubilden? Mann. Okay. Vielleicht finden wir hier irgendwie was, womit wir ihn weich kochen können. Wirklich viel ist es nicht. Was ist das? Ah, Funkgerät. Okay. Ein altes Funkgerät. Sieht ziemlich professionell aus. Sind Sie Hobbyfunker? Hobbyfunker?
Du meinst einer dieser Idioten, die sich toll vorkommen, wenn sie einen anderen Idioten am Rohr haben, der zwei Straßen weiter wohnt? Ich war Funker bei den Hell Devils. 8. Infanterieregiment der 4. US-Infanteriedivision. Ich war in Nordafrika dabei. Und in Sizilien. Dann an der Normandie am Utah Beach. Wurde am Rhein verwundet. Augen. Hab ein Purple Heart bekommen. Und sind Sie nun Funker oder nicht? Ich halte die Tradition am Leben. Ich spreche regelmäßig mit alten Kameraden, kann sie überall erreichen. Ich bin eine Art Experte, möchte ich sagen. Halte meine Sachen in Schuss. Allzeit bereit. Ah, okay. Gut zu wissen. So was Ähnliches hätte ich jetzt auch gesagt. So, vielleicht haben wir ja jetzt ein Gesprächsthema. Aha. Was denn? Blindheit. Okay. Wie kommen Sie so voran? Ich bin blind. Wie komme ich wohl voran, du Trottel? Behindert Sie das sehr? Naja, manchmal. Wenn ich was nachschlagen muss. Gerade soll ich zum Beispiel den Wert dieser Münze schätzen und habe keine Ahnung, was sie wert ist. Ist ein seltenes Stück. Aber schon ziemlich abgegriffen. Soll ich Ihnen dabei helfen? So siehst du aus, Bursche. Hältst du mich für dämlich? Ich gebe dir die Münze und schon bist du kleiner Punk aus der Tür. So sieht's doch aus. Ja, ja. Nein, Mensch. Kannst du nicht einmal höflich sein, Darren? So wird es nie was. Wie kommen Sie bei der Münze voran? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich hier zu nerven? Wenn ich für Sie den Preis der Münze ermittle, verhalten Sie sich dann nicht mehr wie ein Arsch? Das sagt der Richtige. Kann ich nicht versprechen. Zeigen Sie mal her. Sie können die Münze in der Hand behalten. Eine Frau am Profil, einige Sterne und Zahlen. Haben Sie so etwas wie einen Münzkatalog? Ja, liegt auf dem Tresen. Herrje. Stell dich nicht so an, du willst doch auch was von dem. Das ist ein Flowing Hair Sand Wrath Reverse von 1793. $2,400. Nicht schlecht. $2,400. Ich biete ihm 800. Der Verkäufer ist ein Idiot. Danke. Hast einen gut bei mir. Ich helfe doch gern alten, behinderten Menschen, andere Leute übers Ohr zu hauen. Gern geschehen. Vielleicht kannst du mir gleich noch einen Gefallen tun. Ich habe meinen Blindenstock verloren. Sie haben... Was? Wie verliert man denn einen Blindenstock? Nicht so, wie du jetzt denkst. Ich habe gepokert und hatte ein todsicheres Blatt auf der Hand. Konnte ja nicht damit rechnen, dass dieser Idiot aus dem Hotel einen Straight Flush hat. Sie haben Ihren Blindenstock verzockt? Ja. Und wer hat ihn jetzt? Der Besitzer vom Wild Coast Hotel. Na schön. Da muss ich eh noch vorbei, dann frage ich ihn mal. Danke. Bist vielleicht doch nicht so ein Trottel, wie ich dachte. Dankeschön. Sehr gnädig von Ihnen. Was mit dem Projektor? Krieg ich den jetzt? Bitte? Da wäre noch was. Nicht herumstottern. Was willst du? Wegen des Dia-Projektors. Ist nicht zu verkaufen. Ich will ihn auch nicht kaufen. Ich brauche ihn nur kurz. Ich möchte ihn mir ausleihen. Ausleihen? Und ich bekomme die Einzelteile zurück, wa? Kommen Sie schon, Eddie. Ich habe Ihnen bei der Münze geholfen und Sie machen da ein dickes Geschäft. Der Blindenstock ist mir viel wichtiger. Also wenn ich Ihnen den Stock bringe, kann ich mir dann den Projektor ausleihen? Na schön. Abgemacht. Bis gleich. Ach, okay. Also zurück ins Hotel.